Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Tommyhawk TV. Ich bin Tommy und ich begrüße euch zu einem weiteren Update-Video. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns hier gesehen haben, seitdem hier auch überhaupt mal was passiert ist auf dem YouTube-Kanal. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, über die ich heute hier so ein bisschen quatschen möchte. Zunächst einmal zum Wichtigsten, zum Thema Gesundheit. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut soweit. Ich hatte euch beim letzten Mal ja erzählt, dass ich gesundheitlich so ein bisschen Probleme hatte. Das hat sich inzwischen tatsächlich so ein bisschen wieder eingefangen, wobei ich sagen muss, was mir halt eben schon zu schaffen macht, ist immer wieder der Wechsel der Zeiten. Immer wenn ich in den USA bin, das Thema Jetlag. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr irgendwie 4, 5, 6 Mal innerhalb von 6 Monaten in den USA seid, dass es da halt immer so hin und her geht mit dem Jetlag. Und gerade wenn man sich erholt hat, geht es dann halt wieder von vorne los. Und das habe ich dann halt schon gemerkt, dass das mir halt sehr, sehr zu schaffen macht. Und dass ich da halt in Zukunft auf jeden Fall gucken muss, dass ich da noch ein bisschen disziplinierter bin. Dabei, dass ich dann halt tatsächlich so die ersten Tage wirklich konkret durchziehe. Mein großes Problem beim Thema Jetlag ist halt einfach, dass ich es nicht hinbekomme, da so einen geregelten Tagesablauf reinzukriegen. Das zieht sich momentan durch das Thema Selbstständigkeit, was hier in dem Video auch ein großer Part sein wird, weil ich euch da halt auch so ein bisschen darüber updaten will, wie das da so läuft. Und seitdem ich halt eben morgens nicht mehr früh raus muss und mir meinen Tag komplett selber einteilen kann, ist das tatsächlich immer so ein bisschen tückisch mit dem Zwischendurchschlafen, mit Naps und so weiter und so fort. Und da komme ich momentan noch nicht so richtig auf den grünen Zweig. Aber ansonsten, jetzt aktuell ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen, aber grundsätzlich muss ich sagen, geht es mir gesundheitlich ganz gut. Inzwischen seit einigen Wochen, dass es da jetzt keine großen Vorfälle gab. Deswegen hoffe ich mal und drücke die Daumen, dass es dahin weitergeht. Gerade wenn es dann halt auch in Richtung Frühling geht, wird das dann auf jeden Fall auch besser. So hoffe ich zumindest. Das ist zumindest im Regelfall der so. Was jetzt halt eben kommt, ist so die Pollensaison. Da habe ich halt auch ein bisschen mit zu kämpfen. Ich merke das jetzt aktuell abends halt immer mit dem Husten, den ich abends tatsächlich dann halt auch immer habe, aber naja, wird schon. Sobald die Sonne rauskommt, ist das auch besser fürs Gemüt und für die Mental Health, für die mentale Gesundheit. Das ist halt auch etwas, womit man ja beim Thema Selbstständigkeit auf jeden Fall zu kämpfen hat, beziehungsweise was einen halt schon relativ stark belastet. Komme ich aber auf jeden Fall auch gleich zu. Aber wie gesagt, grundsätzlich, gesundheitlich, mir geht's gut, meiner Frau geht's den Umständen entsprechend. Im April kommt das zweite Kind und da, wenn man schon mal so eine Schwangerschaft mitgemacht hat, jetzt nicht aktiv oder gut, vielleicht sind ja auch ein paar Frauen dabei, die das aktiv schon mitgemacht haben, aber selbst passiv, wenn du das dann halt mitbekommst, so, das ist halt schon nicht ohne. Und gerade so in den finalen Phasen ist das halt schon sehr, sehr anstrengend. Deswegen bin ich da froh, dass es jetzt halt schon so auf die Zielgerade geht und dass es dann halt bald losgeht und das zweite Kind dann da ist. Und ja, da freue ich mich unheimlich drauf. Also ich muss sagen, die Rolle als Vater gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, auch wenn meine Frau nichtsdestotrotz den Großteil der ganzen Arbeit übernimmt, ist es halt schon so, dass ich mich eben sehr, sehr freue, dass ich halt dabei sein kann und alles mitbekomme, was mein Sohn halt eben so erlebt, wie er groß wird. Und jetzt halt eben mit dem zweiten Kind wird das dann halt auch nochmal sehr, sehr spannend, vor allem dann halt auch zu sehen, wie sich dann das ganze Leben halt noch einmal wieder ändert. Aber ja, in Bezug auf das zweite Kind wollen wir jetzt das Auto wechseln. Ich war ja jetzt ein Seat Leon. Nachdem der Dodge verkauft wurde, bin ich dann halt quasi auf die Golfklasse gewechselt. Bin da an sich sehr, sehr zufrieden mit. Aber mit zwei Kindern und Hund wird es dann halt Zeit für was Größeres. Und ich hatte erst im Bereich SUV ein bisschen geschaut, weil mir die Autos halt optisch ganz gut gefallen. Aber mein Problem mit dem Thema SUV ist einfach, dass es hier bei uns in der Kleinstadt die Parkmöglichkeiten, die wir vor dem Haus haben, sind halt sehr, sehr eingeschränkt und sehr eng. Das war beim Dodge schon halt eben ein krasses Thema und ist jetzt halt eben auch immer schwierig, wenn meine Eltern zum Beispiel zu Besuch kommen und da mal in unsere Parklücke da rein wollen, dann funktioniert das halt einfach nicht. Und das ist dann halt alles viel zu eng, gerade wenn man dann halt eben Kinder noch rausholen will. Und deswegen bin ich da am Überlegen, mir einen VW Caddy zu holen, so dass Auto schlechthin, was ich vor ein paar Jahren überhaupt nie in Erwägung gezogen hätte. Aber mit Kindern ist das halt schon vom Vorteil, wenn du da halt so Schiebetüren hast. Zum Einsteigen, Aussteigen und so.
Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls einer von euch ein Caddy fährt oder da Erfahrungen mit hat, wie zufrieden er da halt eben ist oder vielleicht halt auch in Bezug auf Alternativen, weil ein Kombi kommt halt nicht in Frage, da ist der Einstieg halt einfach zu niedrig und ja, das Auto ist dann halt auch einfach mir persönlich dann auch ein bisschen zu lang hier für den Parkplatz, deswegen Caddy hat halt wirklich ja, so die perfekten Maße und gerade mit dem Hund, den man dann hinten noch mal reinschmeißen kann, ist das eine geile Geschichte, deswegen bin ich da halt am gucken. Vielleicht arbeitet ja jemand bei euch im Autohaus und kann mir da halt auch noch ein Angebot machen. Wenn ja, schreibt mich da sehr, sehr gerne an. Ansonsten habe ich das Streamen momentan wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Abends halt immer, wenn die Zeit da ist, spiele ich momentan NBA 2K24 auf Twitch. Könnt ihr gerne reinschauen. Und da habe ich momentan sehr, sehr viel Spaß dran, einfach weil ja, ich das Spiel jetzt erst quasi gekauft habe. Ich bin davor überhaupt nicht dazu gekommen, das Spiel überhaupt zu spielen. Und jetzt habe ich da richtig Bock drauf. Auf College Football habe ich ebenfalls sehr viel Bock drauf. Das heißt, da freue ich mich dann auf den Sommer. Hoffentlich funktioniert das dann. Wie gesagt, mit zwei Kindern muss man dann halt eh nochmal schauen. Aber abends, wenn sie schlafen, vielleicht ist es dann halt auch möglich, dass man da halt ein bisschen zockt. Also zum Thema College Football würde ich schon ganz gerne dann halt auch ein bisschen streamen und die Karriere oder Franchise, je nachdem, was in dem Spiel drin sein wird, dann halt eben zocken. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was eben meine Euphorie dem Spiel gegenüber anbetrifft, weil es halt einfach EA ist und deswegen bin ich da ja eher so zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich ziemlich mit Vorfreude gehe ich da halt eben an das Thema dran, aber halt eben auch mit Skepsis, einfach weil es EA ist und da warten wir halt einfach ab, wie das Spiel dann am Ende wird und dann wird das auch sicherlich hier und da auf Twitch erscheinen und da halt auch vielleicht hier und da mal ein Video zu geben, wobei einige mich gefragt haben, wo denn die ganzen alten Gaming-Videos hin sind. Und da muss ich halt einfach sagen, dadurch, dass in den letzten Jahren eigentlich kein neuer Gaming-Content mehr hier auf dem Kanal kam, habe ich halt eben auch die alten Videos so Schritt für Schritt runtergenommen vom Kanal, weil ich halt nicht möchte, dass jemand über ein altes Gaming-Video hier auf den Kanal findet und dann Gaming erwartet, hier aber nichts Neues mehr kommt. Und deswegen gab es ja auch schon die Idee, den Kanal aufzusplitten, dass man halt eben sagt, die ganzen Reisevideos, das Thema USA, das bleibt dann halt eben hier, also Vlogs und USA-Content, der bleibt dann hier und alles andere zum Thema Gaming würde auf dem eigenen Kanal kommen, alles was das Thema Jerseys anbetrifft, nochmal auf dem eigenen, einfach, dass man das halt einfach aufsplittet, dass die Leute, die wegen Jerseys oder so kommen, dann halt auch Jersey-Content bekommen und die Leute, die wegen Gaming kommen, Gaming-Content und die Leute wegen Vlogs, dann halt Vlogs, aber ja, ihr seht, ich krieg's ja momentan schwer hin, überhaupt ein Video rauszuhauen, deswegen bin ich da halt erstmal vorsichtig mit diesem Thema. Und jetzt zu dem Part, der euch vermutlich am meisten interessieren wird und das ist, wie läuft die Selbstständigkeit, wie läuft der Shop und alles drumherum. Ich bin da ja immer sehr, sehr offen und sag euch, wenn es läuft oder wenn es nicht läuft und die ersten Monate waren wirklich sehr, sehr gut, also das hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. Dann ist es aber so gewesen, dass zum Ende des Jahres sich das Ganze so ein bisschen ja, abgeflacht hat. Und jetzt die letzten zwei Monate waren tatsächlich nicht so gut und jetzt Anfang des Monats ist es wieder vielversprechend, deswegen ja, es ist ein Auf und Ab und das ist halt das, was es tatsächlich am besten beschreibt, dass es schwierig einzuschätzen ist und das ist ja auch das Typische an Thema Selbstständigkeit. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Arbeitgeber, der dir jedes Mal am 30. des Monats einen bestimmten Betrag überweist, sondern du hast mal solche Umsätze und dann muss man halt eben die Lehren draus ziehen und dann halt eben schauen, was man da draus macht. Aber gerade in Bezug auf finanzielle Planung ist es da natürlich sehr, sehr schwierig. Ich habe ja natürlich einen bestimmten Betrag, den ich zur Verfügung brauche, einfach um zu leben. Und wenn der dann halt eben erreicht ist, dann ist es okay. Wenn nicht, dann wird es dann halt auch eben schwierig. Wobei das dann auch in der Selbstständigkeit auch nicht so einfach ist rauszurechnen. Weil du kannst jetzt nicht direkt am Monatsende sagen, ah, alles klar, ich habe so viel verdient, so viel bleibt mir über. Weil das Thema Steuern, Krankenkasse und so weiter und so fort, das wird ja dann halt erst am Ende des Jahres dann berechnet. Und da kriegst du dann halt eben nochmal einen Batzen, den du da nochmal zahlen musst. Das musst du in der Zeit dann halt eben zurücklegen und so weiter und so fort. Deswegen ist das tatsächlich halt etwas, was einem, und das ist das, was ich mit mentaler Gesundheit meinte, halt schon belastet und dann natürlich auch mitnimmt und halt auch etwas, ja, was man im Vorfeld weiß, aber ja, wenn es dann halt eben soweit ist, ist dann tatsächlich nochmal eine andere Geschichte, sich einerseits auf etwas einzustellen und andererseits das durchzuleben, ist dann halt schon
etwas anderes. Und ich habe gerade gemerkt, dass in der Zeit, wo ich die Reisen mache, selbst wenn ich den Shop nicht schließe, habe ich halt einfach nicht 100% die Zeit und die Kraft dazu, da so viel Energie reinzustecken, wie der Shop das auch braucht. Und man merkt dann halt auch immer, dass in der Zeit, wo ich nicht da bin, dass dann halt eben die Shop-Umsätze runtergehen. Gut, dafür hat man dann halt eben die Reisen, die gleichen das dann hoffentlich aus. Und so ist es dann auch so, dass ich jetzt bei der letzten Reise gesagt habe, ja, dann lasse ich mal einen Drop aus und mache stattdessen jeden Tag ein Jersey. Und das hat sich jetzt nicht so als effektiv rausgestellt, weil ich da halt eben das Gefühl habe, dass dieser eine Tag hat, eine Tag, wo man dann eben weiß, okay, da kommt eine ganze Menge in den Shop, dass man da so ein bisschen drauf hinfiebert und dann halt einmal die Woche da halt eben weiß, okay, da schaue ich dann halt eben rein und dann sind dann halt eben die Sachen drin. Deswegen bin ich da jetzt wieder zurückgegangen, wobei ich da halt eben den Tag gewechselt habe. Ursprünglich war das ja der Mittwoch, jetzt haben wir gewechselt auf den Freitag. Das heißt, am Freitag ist jetzt immer der Drop um 20 Uhr, einfach weil ich da gewechselt habe, weil ich da halt auch das Feedback bekommen habe um 18 Uhr. Kann halt nicht immer jeder direkt dabei sein und vor allem, wenn halt irgendwelche begehrten Pieces da sind, die sind dann meistens um 18:01 Uhr dann weg. Dementsprechend macht es dann halt schon Sinn, live dabei zu sein und wenn man dann halt eben noch arbeiten muss und da, oder halt eben noch nicht zurück ist, dann noch nicht dabei sein kann, dann verpasst man hier und da einiges und deswegen habe ich gesagt, verschiebe ich das auf Freitag 20 Uhr, da sollte auf jeden Fall jeder dann die Zeit dazu haben. Gut. Wenn man Schichtarbeit arbeitet, ist es nochmal was anderes, aber so im Regelfall müsste das dann halt auch laufen. Am Donnerstag habe ich jetzt auch immer die Livestreams, weil ich halt auch gemerkt habe, in der Zeit, wo ich diese Livestreams nicht machen konnte, aus gesundheitlichen Gründen, ist dann halt auch der Umsatz zurückgegangen. Das heißt, man merkt halt schon, dass wenn man da eben die Zeit reinsteckt, dass dann halt auch häufig das honoriert wird und man dann halt eben mehr Umsatz macht. Und wenn es dann halt eben nicht funktioniert, dann geht das Ganze so ein bisschen zurück. Deswegen mache ich jetzt Donnerstag 20 Uhr immer die Livestreams auf Instagram @hawkvintage.de. Und am Freitag dann halt eben den Drop auf hawkvintage.de, dass dann halt immer da die Jerseys rauskommen. Ich fokussiere mich jetzt dann halt auch wieder zurück auf das, was am besten bei euch ankommt. Und das ist das Thema NBA-Trikots. Das heißt Jacken und NHL und MLB und Pullis. Das Thema ist jetzt durch. Da ist jetzt noch ein bisschen was da. Gerade im Bereich NHL habe ich ja einen Sale am Laufen, MLB-Jerseys findet ihr auch im Sale, habt eine eigene Sale-Kategorie da jetzt nochmal reingenommen, wo ihr dann halt noch ein paar Sachen findet, die ein bisschen günstiger sind und werde dann aber in den zukünftigen Drops dann halt schon so machen, dass irgendwie das Verhältnis NBA-Jerseys zu NFL-Jerseys irgendwie so 3 zu 1 ist, also irgendwie so 15 NBA-Jerseys und 5 NFL-Jerseys zum Beispiel, je nachdem, wenn ich halt wirklich mal richtig geile Banger aus der NFL habe, kann das dann halt auch mal schwanken, aber im Großen und Ganzen ist das dann halt so und wenn ihr dann aber trotzdem irgendwie was darüber hinaus braucht oder sagt, ey, hast du vielleicht, könnt ihr mich natürlich immer anschreiben, wenn ich was da habe, dann verkaufe ich euch das natürlich auch gerne außerhalb von den Drops, das passiert auch häufig, ich habe jetzt gerade erst ein Blake Griffin-Jersey verpackt, weil jemand gefragt hatte, sag mal, hast du was von dem im Livestream? War das ich auf Twitch? Und habe ich mal geschaut, habe ich gesagt, yo, von Blake Griffin habe ich noch ein Jersey da und habe ihm das dann quasi eingestellt in den Shop und konnte er dann direkt kaufen, habe ihm den Link geschickt. Deswegen, wenn ihr da irgendwie was haben wollt, dann fragt mich gerne. Wenn ich es dann im Lager habe, dann kriegt ihr das natürlich auch gerne und ansonsten schaut da am Freitag dann eben in die Drops rein. Aber was ich da halt eben gemerkt habe, ist, dass dieses ganze Thema Selbstständigkeit, dass ich halt schon sehr, sehr chaotisch da bin. Also ich habe halt auch Verdacht auf ADHS zum Beispiel. Und da ist es so, ich kann mich halt relativ schwer organisieren, was natürlich im Bereich Selbstständigkeit eine Katastrophe ist. Also bei mir ist das so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich voll der Monk, was bestimmte Sachen anbetrifft. Ich habe halt für alles Listen und so. Auf der anderen Seite bin ich halt auch komplett chaotisch, habe tausend Ideen, aber meistens verläuft das halt irgendwo im Sande. Ihr merkt es ja auch an YouTube. Und da ist es dann so, dass ich halt schon überlegt habe, okay, so ein bisschen Struktur wäre halt schon nicht verkehrt. Deswegen bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir dann jetzt nochmal einen Nebenjob suchen soll. Das hat unterschiedliche Gründe. Die Hauptgründe dafür sind tatsächlich einerseits die Struktur, dass man wieder ein bisschen geregelten Arbeitsalltag bekommt. Ich habe das ja schon beim Thema Jetlag angesprochen, dass wenn ich morgens nicht raus muss, dass es mir unheimlich schwer fällt, da in die Gänge zu kommen, mich da selbst zu motivieren, also diese ganzen
Motivationscoaches und so, das Ganze halt alles vergessen mit irgendwelchen mit Routinen und Chakra und Motivationssprüchen und so. Nee, das läuft bei mir nicht. Diese ganzen Tipps mit Selbstmotivieren und so, das funktioniert bei mir leider nicht so gut und deswegen brauche ich da tatsächlich Unterstützung und ich glaube, dass mir das tatsächlich gut tun würde, wenn ich zumindest ein paar Tage oder ein paar Stunden wirklich ein bisschen was Festes hätte, vor allem auch was das Thema sozial anbetrifft. Ich hocke halt hier die ganze Zeit in der Bude, ich arbeite von zu Hause aus, ich habe da zwar sehr viel Zeit für mein Kind und für meine Frau, aber sozial kommst du halt nicht wirklich in Kontakt mit irgendwelchen Leuten und das merke ich halt schon, dass mir das halt auch ein bisschen fehlt, dass man halt so ein paar Leute um sich herum hat. Ich bin jetzt nicht der sozial aktivste und brauche da jetzt auch nicht irgendwelche großen Trauben, aber zumindest wenn man hier hin und wieder so ein paar Leute um sich herum hat, mit denen man mal quatschen kann, mit denen man sich austauschen kann, von denen man auch mal irgendwie was anderes, was Neues hört, das wäre halt schon nicht verkehrt. Deswegen bin ich da am Überlegen, mir da was zu suchen. Ich weiß noch nicht genau was. Ich bin am Überlegen, ob ich mal zum Arbeitsamt gehe und da mal ein bisschen rumfrage, weil ich hatte jetzt einfach mal so offene Jobstellen mir angeschaut, weil zurück in meinen alten Beruf möchte ich eigentlich nicht gehen, weil das Thema Kreativität oder so Grafikdesign und so, ich habe da halt in den letzten Jahren wenig selbst aktiv dann tatsächlich gemacht, sondern hauptsächlich war ich da halt in leitender Position tätig und habe da halt eher im Bereich Führung, Organisation und solche Sachen, administrative Sachen, dann halt eben gemacht und da in so einen Bereich wieder reinzugehen, also das will ich auf gar keinen Fall, da habe ich weder die Zeit noch die Lust dazu und vor allem kann man das halt in Teilzeit eh nicht machen, das müsste man dann Vollzeit machen und dann wäre das halt ein kompletter Job und dann kann ich das Thema Selbstständigkeit eh vergessen, das heißt, ich will auf jeden Fall irgendwas machen, was mich auf der einen Seite erfüllt, also irgendwas, was entweder was Sinn macht oder was Spaß macht, ne? Also entweder was, wo du sagst, yo, da tust du was für die Allgemeinheit, sage ich mal, und das gibt dir halt einfach ein gutes Gefühl, oder halt irgendwas, wo ich halt richtig Bock drauf habe. Und da habe ich jetzt noch nicht so das Richtige gefunden, da muss ich noch ein bisschen schauen. Jetzt momentan habe ich nicht so den Zeitdruck, weil finanziell ist halt momentan noch alles okay, aber wenn das zweite Kind da ist, wenn meine Frau dann in Elternzeit geht, dann kriegen wir da halt weniger Gehalt von ihrer Seite. Und da muss man halt schon gucken, wie man das dann halt eben ausgleicht, ne? Das heißt, spätestens dann wird dann halt auch das Thema Finanzen ein wichtiges sein und deswegen, ja, sind das halt so die drei Hauptgründe. Auf der einen Seite diese Tagesroutine, halt einfach mal ein bisschen Routine überhaupt wieder in den Tag reinzukriegen. Dann das zweite, das soziale Thema, dass man halt wieder mit ein paar Leuten in Berührung kommt. Weil klar kannst du sagen, ja, geh doch in den Verein, mach doch dies, mach doch das. Ja, mach ich nicht. Kannst du vergessen. Das ist so, wie wenn du Leuten sagst, ja, mach doch mal ein bisschen Sport. Wenn jemand überhaupt keinen Bock auf Sport hat, so, dann macht das halt eh nicht, ne? Deswegen, ich brauche halt schon irgendwas, wo ich gezwungen bin, das dann auch zu machen und da bin ich halt am Überlegen. Also ich hatte von irgendwelchen einfachen Bürotätigkeiten angefangen, überlegt da in dem Bereich was zu machen. Ansonsten ja gut, klassisch halt irgendwo im Marketingbereich irgendwas in dem Kreativsektor, wo ich halt eh schon gearbeitet habe, aber da muss es halt schon irgendwie was sein, was ja, halt irgendwie so ein bisschen Hilfsarbeiten oder so. Es muss ja auch nicht darum gehen, da irgendwie eine prestigereiche Position halt zu haben. Das ist mir überhaupt nicht wichtig, absolut nicht. Auch nicht, dass man irgendwie, ja, gefordert wird und gefördert wird. So, ja, ist mir auch scheißegal. Ich will halt einfach da hingehen, meine 4 Stunden so runterkloppen und dann wieder nach Hause. Und deswegen, ja, ist es da halt schon nicht so einfach. Vor allem, wenn man dann halt bedenkt, dass das dann halt auch einhergehen muss mit dem Shop. Das ist kein Problem. Da kann ich abends oder am Wochenende halt arbeiten. Das ist kein Thema. Aber halt eben mit den Reisen, ne? Wenn du halt irgendwo angestellt bist und dann halt eben zu sagen, yo, ich muss übrigens so 5 oder 6 Mal im Jahr bin ich dann halt eben in den USA und muss dann jedes Mal, keine Ahnung, so 10 Tage Urlaub haben. Das wird dann tatsächlich schwierig, also das müsste man halt schon auch dahingehend klären, als dass man dann halt eben sagt, okay gut, dann nimmt man da halt unbezahlten Urlaub, aber man muss zumindest halt die Flexibilität haben, das machen zu können und wie gesagt, da jetzt das Richtige zu finden, ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich die Reisen halt auf gar keinen Fall
sein lassen möchte, weil das halt auch das ist, was mir persönlich auch am meisten Spaß macht. Also das Jersey-Thema ist ebenfalls sehr, sehr cool, aber die Reisen, muss ich sagen, die machen mir dann doch noch mehr Spaß, weil das ist das, wo ich gerade schon gesagt habe, ich will halt irgendeinen Job machen, der Sinn macht. Und das merke ich halt eben bei den Reisen. Wenn du mit Leuten da bist, die das erste Mal in den USA sind, die das erste Mal irgendwie ein Spiel von LeBron James oder so sehen, das halt mitzubekommen, wie sehr sie die sich freuen und dann halt vielleicht auch am Ende der Reise dir das dann halt auch nochmal sagen, dass sie das super geil fanden, dass sie es alleine nie so hinbekommen hätten und nie gemacht hätten, das bringt einem halt unheimlich viel. Und das möchte ich halt auf jeden Fall weitermachen. Das will ich auf gar keinen Fall aufgeben. Gut, ich muss halt gucken, wie das dann halt ist. Mit zwei Kindern wird es nicht mehr ganz so einfach sein, da so flexibel zu sein. Aber die nächste Reise haben wir bereits schon geplant. Und meine Frau sagt, jo, das ist für sie auch in Ordnung. Das wäre im Dezember, am 29. 11. um genau zu sein, geht's los nach New York. Die Reise wird, ja, sobald ich das Video veröffentliche, wird die auch online geschaltet auf hawktravel.de. Geht dann bis zum 6.12. und geht halt über und geht halt thematisch so um das Thema Weihnachten in New York. Christmas Shopping, das ganze Flair drumherum, das ist nochmal was ganz, ganz Eigenes. Das ist die schönste Jahreszeit tatsächlich in New York und nochmal ein ganz anderer Schnack als in den Zeiten drumherum. Wenn der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center steht, wenn die Weihnachtsbeleuchtung da an den ganzen Supermärkten, an den ganzen Kaufhäusern halt dran ist, wenn alles beleuchtet ist und so, die Weihnachtsmärkte und so, dann diese ganzen Schlittschuhbahnen, das ist nochmal ein ganz anderer Flair in New York und das wollen wir jetzt auf jeden Fall anbieten und da ist halt eben das Problem, dass wir nicht so lange warten können, bis die Spielpläne draußen sind. Normalerweise planen wir unsere Reisen, und das wird jetzt auch für die nächsten Reisen auch so sein, erst wenn im Mai oder im August der NFL und NBA Spielplan da sind. Und dann suchen wir Zeiträume raus, wo richtig geile Spiele da sind. Hier ist es aber so, wir können nicht bis Mai oder August warten, weil die Preise zu Weihnachten oder vor Weihnachten, so im Dezember, in New York halt einfach richtig, richtig hoch sind. Und wenn wir da halt eben so lange warten, dann sind halt die ganzen guten oder günstigen Angebote bereits weg und man muss dann halt eben mit irgendwas Teurem rechnen. Deswegen haben wir uns jetzt ein Kontingent gesaved für 20 Plätze und haben da halt nochmal ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen und das dann halt auch direkt unterschrieben. Und da gehen wir jetzt halt einfach Risiko, dass wir sagen, okay, wir machen ein richtig geiles Programm mit ganz, ganz viel Sightseeing, das, was wir sowieso schon machen, Brooklyn Bridge, Central Park, Times Square und so weiter und so fort, alles, was man aus dem Fernsehen kennt, das werdet ihr auf dieser Reise mitbekommen. Wir sind 24/7 am Start, wir sind halt immer mit dabei und außerdem machen wir die ganzen Foodspots, die besten Pizzas, die besten Burger, das typische New York Food, egal ob das irgendwelche Bagels oder Karts Delikatessen, Pastrami Sandwich, wir zeigen euch das, was New York tatsächlich ausmacht und das dann halt gepackt in ein volles Programm. Wer möchte, kann auch noch einen Tagesausflug nach Philadelphia oder Washington machen, auch da unterstützen wir gerne und das dann halt eben garniert mit dem Thema Sport, das heißt, selbst wenn irgendwie eine Sportart nicht da ist, NFL, NHL und NBA sind ja theoretisch möglich, aber wer weiß, ob gerade halt an dem Wochenende bzw. in der Woche halt Spiele da sind. Wir bieten alles an, was dann da sein wird, aber wir können halt nicht garantieren, was da ist. Und deswegen werden wir auf jeden Fall Madison Square Garden Tour machen, Yankees Tour kann man machen, NBA Store und alle anderen Sports Stores, die es drumherum gibt. Kartensammelgeschäfte, alles das, was das Thema Sport ausmacht, Freiplätze, Streetball-Courts, gut, im Dezember muss man gucken, wie das Wetter ist, aber wenn es da auch mal sonnig ist, dann spielen da halt auch Leute und dann kann man sich halt auch einen Ball schnappen und dann spielen. Beim letzten Mal haben wir in Brooklyn gespielt, direkt da quasi an den Piers, das ist halt auch richtig geil, mit der Manhattan Skyline da zu zocken, ansonsten am Cage oder an anderen Freiplätzen. Bei uns hinterm Hotel ist ein Park, wo man dann halt auch Basketball spielen kann, richtig nicer Court ist da am Start, also das bieten wir alles an. Das ist das komplett sorglos, rundum sorglos Paket, nennen wir das auf der Seite, weil, und das hat ein Teilnehmer von der letzten Reise sehr, sehr schön zusammengefasst, alles, was er machen musste, ist einen Vertrag unterschreiben, ankreuzen, bei welchen Spielen er dabei ist und ansonsten konnte er sich zurücklehnen und alles andere wurde für ihn gemacht und dafür sind unsere Reisen halt eben da. Das heißt, wenn ihr halt so Planung und so weiter
euch nicht zutraut für die USA, wenn ihr eben keine Ahnung habt, wie funktioniert das mit Visum, mit ESTA, Einreise, Immigration, wie viele Dollar muss ich holen, Kreditkartenzahlung, ja, nein, welche Karte funktioniert, wie komme ich überhaupt in mein Hotel, wie bewege ich mich fort, wie kaufe ich ein, wie funktioniert Rechnungen, Tags und Tipp und so weiter und so fort. Dann ist das natürlich perfekt, wenn man sich da halt so einer Gruppenreise anschließt, auch wenn man kein perfektes Englisch spricht, dann helfen die anderen aus und all das sind halt eben Gründe, um bei uns mitzukommen. Normalerweise, wie gesagt, stehen da die Spiele im Vordergrund, aber diesmal steht tatsächlich so diese Erfahrung, Weihnachten in New York, in der Vorweihnachtszeit dann halt eben da zu sein. Der Rockefeller Center Tree wird am 4.12. aufgebaut und das heißt, wir sind da quasi entweder live mit dabei, wer das haben möchte, oder dann halt eben in den Tagen danach, wenn der dann halt eben steht. Ansonsten haben wir einiges auf dem Programm. Diker Heights zum Beispiel, das ist in Brooklyn, ist so eine Gegend, wo sich die Leute halt mit den Hausdekorationen übertreffen. Das ist richtig krass, richtig crazy. Und ansonsten, wie gesagt, volles Programm. Auf der Seite erfahrt ihr mehr, hawktravel.de. Da habe ich die Reise jetzt inzwischen gelistet und da seht ihr halt auch das Programm, was geplant ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch an. Die Anmeldung ist ab Freitag um 12 Uhr möglich. Julius wird auch dabei sein, Just a Kid from Germany. Und dementsprechend, ja, habt ihr da zwei Leute, die die Reise begleiten. Und so haben wir dann halt auch genügend Zeit, um uns für jeden dann entsprechend die Zeit zu nehmen, die er dann halt eben braucht. Und wenn diese Reise nichts für euch ist, dann meldet euch für den Newsletter an. Den findet ihr auch auf der Seite. Da findet ihr dann halt eben die Infos, wenn es um Reisen geht, die dann halt eben in Bezug auf NFL und NBA dann noch spezifischer werden. Wir planen auf jeden Fall Anfang des nächsten Jahres wieder zwei Reisen mindestens zu machen, wo das Thema NBA sehr stark im Vordergrund steht. Und ich will noch mindestens eine Reise Ende des Jahres machen, wo man dann halt auch wieder das volle Paket dann halt eben zusammenschnüren kann. Welche Städte das dann sind, das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, da seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite. Und wenn ihr Fragen zu dieser Reise habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder eine E-Mail oder so weiter. Das findet ihr dann halt eh alles dann auf den Seiten hawktravel.de oder auf Instagram @tommyhawktv. Ja, also diese Reisen, muss ich sagen, die sind bisher sehr, sehr gut gelaufen. Egal, was da halt eben so passiert ist, das haben wir alles irgendwie auffangen können. Finanziell ist es mal so, also Miami war halt immer sehr holprig, jetzt ist der Julius ja auch zum Beispiel in Miami alleine, weil ich halt eben so kurz vor der Geburt da nicht nochmal in die USA möchte. Miami ist dementsprechend so eine Stadt, die halt so auf der Streichliste steht, weil die bisher halt eben nicht so gut angekommen ist, vielleicht kommt dafür eine andere Stadt dann halt eben dazu, aber New York und Los Angeles, das kommt halt eben bei euch eben sehr, sehr gut, dann kann ich auch verstehen, wenn es meine erste USA-Reise ist, dann würde ich halt auch New York oder Los Angeles auf jeden Fall als erstes machen wollen und daher wird das halt auch weiterhin angeboten, aber wir schauen uns halt auch nach Alternativen um, dass wir in anderen Städten auch cooles Programm zusammenstellen können, auch wenn es da halt eben nicht zwei Teams pro Sportart gibt, wie das bei New York ist, also im Basketball hast du zwei Teams, im Football hast du zwei Teams, Baseball und Eishockey und so ist es dann halt immer möglich, da halt eben Spiele zu sehen und da einen Zeitraum rauszusuchen, wo richtig geile Games am Start sind, also ja, das Thema Reisen will ich auf jeden Fall weiterhin durchziehen und entweder dann halt eben alleine Reisen machen oder dann halt, wenn Julius dann zum Beispiel mit dabei ist, das dann halt auch zu zweit machen. Jetzt habe ich ja mit dem Nick zum Beispiel einen Podcast gemacht über das Thema Las Vegas. Da hat er mir das tatsächlich nochmal sehr, sehr schmackhaft gemacht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Der Podcast kommt jetzt wieder regelmäßig jeden Montag. Journey heißt der, gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und da haben wir eben über seine Erfahrungen gesprochen. Er war ja selber live beim Super Bowl mit dabei als Journalist, richtig geil. Und er hat dann halt auch noch ein Eishockeyspiel mitgenommen und hat da halt tatsächlich so erzählt, wie das so ist. Und da könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, wenn man da einen Zeitraum findet, wo richtig viele coole Spiele mit dabei sind, dann vielleicht auch mal Las Vegas als Gruppenreise zu machen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen würde. Aber wie gesagt, die Podcasts, die laufen jetzt halt auch wieder. Und ansonsten haben wir dann auch noch das Thema Trikotrahmen.
was sich jetzt leider ein bisschen zieht. Erst wegen des Motorradunfalls von meinem Cousin und jetzt momentan ist es halt so, dass er Lieferengpässe beim Material hatte und deswegen kann der zweite Prototyp jetzt konnte noch nicht erstellt werden. Diese Woche soll es dann halt soweit sein. Ich werde jetzt Mitte der Woche werde ich bei ihm wieder vorbeifahren, werde mir das anschauen. Wenn der zweite Prototyp dann halt passt, so mit den Änderungen, die ich halt haben wollte, gerade was die Größen anbetrifft und die Halterung und so, dann wird der Trikotrahmen bald dann halt auch im Shop erscheinen. Wird es dann halt in zwei Größen geben, einmal etwas kleiner, einmal etwas größer. Das heißt, dass ich die größeren Jerseys auch problemlos da aufhängen kann und bei den kleineren Jerseys, dass ich die halt ebenfalls nicht in so einem Riesenrahmen unterbringen muss, dass halt so viel Luft dazwischen ist. Deswegen werden wir da zwei Größen anbieten und ich hoffe, dass das dann in Kürze soweit ist, weil ihr natürlich halt auch schon fleißig Fragen dazu stellt, weil wie gesagt, geplant war es halt, dass die ein bisschen früher rauskommen, aber wie das beim Thema Produktion nun mal so ist, das dauert dann halt manchmal ein bisschen länger als geplant. Ja, und somit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt. Wie gesagt, wenn ihr euch für Vintage-Jerseys interessiert, schaut bei Hawk Vintage vorbei. Auf Instagram gibt es auch hier und da auch mal eine kleine Rabattaktion. Und bei den Reisen, hawktravel.de, kommt mit nach New York im Winter. Ab Freitag ist die Anmeldung offen. Und wie gesagt, Trikotrahmen kommt demnächst. Podcasts gibt es jeden Montag. Und auf Twitch bin ich jetzt halt auch wieder häufiger live mit NBA 2K, wo ich ein Rebuild mache von den Bulls im Jahr 2002. Richtig geile Spiele haben wir da schon über den Draft bekommen. 2003er Draft, falls es da klingelt. Und dann hoffe ich, ja, ihr bleibt weiterhin dran. Ich behalte euch weiterhin hier auf dem Laufenden. Und wenn es da, wie gesagt, was Neues gibt zum Thema Selbstständigkeit oder grundsätzlich halt irgendwelche wichtigen Infos, dann erfahrt ihr sie natürlich hier. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.